So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir stehen jetzt immer noch hier, weil es ja die ganze Zeit geregnet hat. Wer das Kapitel 3 gesehen hat, also 1 bis 3, hat auf jeden Fall gesehen, warum wir hier stehen. Wir gucken jetzt mal auf die nächsten Aufgaben. Kapitel 4, 5 und 6 werden wir auf jeden Fall wieder in einem machen. Gib deinem Kumpel einen Snack, schicke ein Geschenk an einen Freund, fange ein Pokémon vom Typ Pflanze. Sehe ich jetzt, obwohl, Blutzug dürfte Käfer sein, Käfergift. Käfergift, genau. Könnte aber shiny sein. Wir tippen das andere mal kurz an. Ansonsten haben wir hier keine Pflanze da. Wir können aber ein Geschenk verschicken erstmal. Und dann renne ich erstmal heim, damit ich heute noch was anderes mache. Wir suchen uns mal die Sabrina. So, der können wir sogar was schicken. Die kriegt also jetzt hier ein schönes Geschenk vom Kinder- und Sportspielplatz. Ne? Wer kennt das nicht? Das ist mein Stop, den ich eingereicht habe. Dazu aber mehr demnächst. Eine Aufgabe ist also schon fertig. Wir müssen dem Kumpel noch einen Snack geben. Ich glaube aber, da kackt die Aufnahme immer rum. Und auf jeden Fall eine Pflanze suchen. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier ein Pflanzen-Pokémon-Gesicht. Da sitzt nämlich ein Knofensa und da sitzen auch zwei Bisasam. Wir nehmen aber mal das Knofensa mit. Haargummi ist heute nicht am Start. Ditschen auch nicht. Den haben sie gestern eingeknastet, weil er verbotene Sachen im letzten Video gemacht hat. Die muss ich dann extra auspixeln. Wer es mitbekommen hat, behaltet es bitte für euch. Wer es nicht mitbekommen hat, guckt es euch nochmal an. Nein, Spaß, alles gut. Der Ditschen ist keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht muss er mal kurz klarkommen, dann ist wieder alles in Ordnung. Die nächste Aufgabe noch, gib deinem Kumpel einen Snack. Das wollen wir natürlich auch machen. Dazu muss ich aber erstmal den Kumpel wieder wechseln, dass ich endlich mal die Apfelschnur auf Best Buddy bekomme. Hier habt ihr also das Pikachu und wir wollen wieder das Rayquaza reinnehmen. Ray, nicht Raupi, Apfelschnur und ich glaube, da kackt die Aufnahme aber immer ab. Immer wenn ich den Buddy drauf mache oder Fotos vom Buddy machen will oder den Buddy füttern will, muss ich mal gucken. Gehen wir hier auf Spielen. Schneller Snack. Ich stelle euch mal kurz hier ab. So. Füttern mal eine Beere. Oder wir füttern gleich drei Beeren, dass er halt wieder voll ist. Aufgabe hat auf jeden Fall gezählt. Die Aufnahme läuft auch noch. Keine Ahnung, wieso das letztens so war. Ich habe es beim letzten Mal auch. Ich sollte ein Foto machen vom Buddy, habe ich gemacht. Und dann war die Aufnahme einfach aus. Jetzt ging es aber, drei Bären gefüttert auf jeden Fall, die Haare wieder mal richtig heftig unterwegs, Nicholas Cage-Frisur, ihr wisst Bescheid. Wir holen mal die Belohnungen ab, 500 Staub, 2 Pokémon-Belohnungen, ein Dratini, hätte shiny sein können, ist es aber nicht. Da nehmen wir mal gelbe Bären, nehmen noch ein paar Bonbons mit. Ich glaube, ich stelle mich mal hier hin, hier vorne ist es nämlich doch ein bisschen windig, dass es nicht immer zu in die Kamera reinrauscht. So, ein Superball. Pupsi ist ja sowieso schon weiter, die hat gestern schon Kapitel was weiß ich abgeschlossen, ich hänge hinterher, deswegen bin ich kurz alleine unterwegs, sie kommt nämlich nachher erst wieder. Dratini mitgenommen, war jetzt auch nicht so heftig und wir haben noch ein Nebulak, natürlich auch sehr cooles Pokémon, was es auch als Shiny gibt. Da stellen wir euch mal wieder ab, das ist nämlich komplizierter mit dem Fang. Leider nicht den Kreis getroffen. Egal. Nehmen wir trotzdem alles mit hier. Zack. Ich glaube, im nächsten Schnitt habe ich dann meine Haare wieder zusammengekrempelt, dass das nicht so komisch aussieht. Den bewerten wir auch mal. 3 Bonbons gab es noch. Auch nicht so der Brüller. Wir haben noch eine Pokémon-Belohnung. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. 2 silberne Bären. Sind dann im Kapitel 5, glaube ich, schon. Ein Tangela. Das habe ich immer richtig gefeiert früher. Habe mich auch so gefreut, als man das dann endlich weiterentwickeln konnte zu Tangolos und so. Aber habe ich eigentlich noch nie großartig benutzt. Keine Ahnung. Da fand ich Tangela früher immer besser. Mit denen habe ich dann immer die Aquanas besiegt in den Arenen. Mit Tangolos dann später hat man gar nichts mehr gemacht. Da gab es ja dann genügend andere Pflanzenangreifer auch. Das bewährt man noch. Und dann gucken wir uns die neuen Aufgaben an. Alter, 98%. Da können wir auf jeden Fall mal ein Sternchen dran machen. Gucken mal, was wir jetzt machen müssen. Verdiene ein Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel, lande 3 großartige Würfe, fange ein Pokémon vom Typ Gift. Wir suchen uns mal ein Gift-Pokémon.
Mit dem Rayquaza wird es ein bisschen schwer. Da muss ich so lange laufen. Ich glaube, den wechsle ich nochmal. Dann wechsle ich halt wieder auf den Carpador oder sonst was. Was hat er hier jetzt noch Schönes? Hat er nicht gerade angezeigt, dass er was gefunden hat? Wir streicheln ihn einfach mal. Der Hoffnung, er wirft irgendwann. Freut er sich? Nee, macht er nicht. Keine Ahnung. Eigentlich müsst ihr doch nur, Servus, eigentlich müsst ihr doch nur kurz da drauf drücken, zweimal hin und her wuscheln und dann geht das. Jetzt stehe ich hier den ganzen Tag, mach so und es passiert einfach gar nichts. Keine Ahnung. Wir suchen uns auf jeden Fall jetzt ein Gift-Pokémon. Ich glaube, Bisasam ist sogar Gift, oder? Ist es nicht Gift und Pflanze? Dann könnte man vielleicht sogar die großartigen Würfe daran noch machen. Ich stelle euch einfach nochmal ab. Ich bewege mich heute keinen Millimeter mehr. Wir machen alles hier. So, großartig. Zwei großartige Würfe und ein Gift-Pokémon. Es gibt ja wirklich Leute, die gesagt haben, sie haben innerhalb von 3 Stunden dann die ganze Forschung gelöst. Ist ja eigentlich keine Forschung, ist keine Spezialforschung, ist kein gar nichts. Noch einen großartigen Wurf, die müssen nicht mal hintereinander sein, aber wir wechseln trotzdem noch mal kurz unseren Buddy. Beziehungsweise wir nehmen einfach ganz kurz das Kleinstein als Buddy, was wir jetzt fangen. Das braucht nämlich auch nur 1 Kilometer, hoffe ich. Lassen dafür natürlich das Rayquaza mal links liegen. Ich muss das irgendwann fertig machen, so lange habe ich noch nie gebraucht, sonst habe ich immer wirklich die 15 Tage genutzt, immer überall die Bonbons voll, damit das Best Buddy wird. Hier ist schon wieder ein Beutel angezeigt. Egal, wir gehen mal runter, wir wechseln das jetzt. Wir nehmen hier das Kleinstein einfach, laufen 1 Kilometer, machen vorher aber noch einen großartigen Wurf auf. Und wir nehmen hier das Smogon. Wir nehmen das Smogon mit, da saß noch ein Pikachu, das hätten wir auch nehmen können, egal. Wir nehmen jetzt das Smogon, machen noch einen großartigen. Nicht. Gleich. Gleich machen wir einen großartigen. Wenn das Pikachu noch sitzt, nehmen wir einfach das mit. Smogon, beruhig dich. Hier ist Pikachu, genau. Und ich finde es immer noch traurig, dass es zwar shiny sein kann, aber dass die Mütze nicht shiny sein kann. Das hätte einfach so genial gepasst, wenn ihr statt der normalen Glurak-Mütze eine shiny Glurak-Mütze habt und bei den anderen auch. Das wäre mal was Neues gewesen, das wäre richtig ideal, dass man eben nicht nur die ganzen Pikachu-Shiny sammelt, sondern dass die Mützen dazu auch shiny sein können bei dem shiny Pikachu. Das wäre richtig cool gewesen, ist leider nicht so. Wir laufen jetzt hier mit dem... Genau, 1 Kilometer mit dem Kleinstein, melden uns gleich zurück. So, ich brauche noch 200 Meter ungefähr. Hier oben steht es ja auch. 0 von 800. Ach, 0,8 von 1, meine ich. 200 Meter, wir laufen jetzt einfach mal hier noch den Park vor. Nehmen mal noch ein paar Sachen mit. Mein Rücken tut weh. Ich habe sonst immer einen Rucksack auf. Mit schweren Gewichten drin. Jetzt läuft man einmal ohne Rucksack durch die Gegend und schon von 5 Meter laufen, tut einem alles weh. Der ganze Rücken ist so verspannt, die unteren Rückenregionen sind einfach nur kaputt. Aber egal, das muss ja nichts heißen, man ist ja jung, da darf man ja nichts haben. Wir nehmen noch ein bisschen was mit, was hier rumsitzt. Ein Ponita. So, wunderbar. Ich hoffe, bis vorne sind die 200 Meter auch vorbei, aber dann müsste man ja trotzdem noch eine Minute warten, bis das aktualisiert. Das aktualisiert ja nur alle 3 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich dann wieder zur Hauptstraße vorrenne, Richtung Rewe oder geradeaus weiterlaufe, Richtung Angosoft. Ich habe auch keine Ahnung, was danach kommt. Jetzt stand auf jeden Fall schon da, Kleinstein hat einen Bonbon gefunden. Jetzt ist die Aufgabe auch angezeigt. Wir fangen auch noch mal einen Kleinstein, gucken dann mal rein, was es gemacht hat. Was die nächsten Aufgaben sind. Hier flattern die Enten rum. Ihr seht, die Haare sind jetzt zusammen. Sieht wieder aus wie alte Opa. Ah. Guckt mal! Die Nagnags. Schreibt mal Nagnags in die Kommentare. Ich beende erstmal die Aufgabe. Vielleicht muss ich hier gleich noch was fangen. Wenn es wieder ein Elektro-Pokémon braucht oder irgendwas. Ein Chanera. Wir haben leider nichts
zum Abstellen, also wir laufen bis zur Bank vor. Bis dahin habe ich es wahrscheinlich schon eingetütet. Mensch, Kleinstein, helf mir doch, schieß doch mal den Ball drauf. Das kann nur das Rayquaza, das Kleinstein geht kaputt. Hier sieht es aber auch modrig aus. Wenn es geregnet hat, geht nicht in den Park. Ihr kriegt nur dreckige Schuhe. So, ist schlecht, wunderbar. Da können wir noch die Pokémon-Belohnung abholen. Wieder ein Bonbon, zwei Bären. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich habe mir die Aufgaben nicht vorher angeguckt. Ein Smog-Mog. Nehmen wir mal mit. Stellen wir euch aber ab dafür. So. Komm, das fangen wir auch jetzt mal mit gelber Beere. Wir haben ja Zeit. Und üben gleich mal hier. Mann, wie wir geübt haben. Ach Bruder, hau doch nicht ab. Da wünsche ich mir sofort das Relaxo zurück. Das hat so gut wie nichts gemacht. Ist aber trotzdem im ersten Ball drin. Egal, so heftig ist das nicht. Ich hoffe, wir können jetzt hier noch was fangen. Hier sitzt nämlich noch eine ganze Mannschaft rum. Ist auch schlecht. Sehr schön. Dann ist das ja jetzt schon das 6. Kapitel. Also das letzte für diese Folge. Mach einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Geist. Fange ein Pokémon vom Typ Kampf. Und eins vom Typ Psycho. Kampf, Hammer, nichts. Psycho, Hammer. Was ist denn hier? Ineko ist normal, oder? Ach, Ineko. Du alte Socke. Wir können aber den Geist-Schnappschuss machen. Stelle ich euch aber trotzdem nochmal ab. Hauptsache, der Bobs guckt immer raus, wenn die Leute vorbeilaufen. Das Pikachu drücken wir aber noch kurz an. Vielleicht ist das ja ein Shiny. Nein. Wir nehmen uns also mal einen Geist. Was guckt nicht, dass ich irgendwas hier... Geist. So. Nehmen wir einen Nebulak. Schnappschuss. Richtig genial. Das seht ihr auch. Die Ghetto-Mülltonne, wo das draufsteht. Sehr schön. Mach mal einen Schnappschuss, gehen zurück, müsst ihr ja zählen. Kampf und Psycho. Wenn das nächste Abra irgendwo sitzt, ich sehe gerade keins, ich sehe auch gerade kein Kampf-Pokémon. Ich laufe einfach mal noch ein paar Runden, dann werden wir sicherlich noch was finden. Und jetzt nehme ich das hier mit zur Überblendung. So, die Welt meint es gut mit uns. Da haben wir nämlich einen Kampf und ein Psycho auf einem Haufen. Wir können also zuerst das Mankey fangen. Wir können uns mal anlehnen ans Haus, dass wir nicht umfallen. Nach dem Mankey können wir das Abra mitnehmen. Nach dem Abra Z-Day. Fand ich trotzdem irgendwie cool, hat Spaß gemacht. Ich freue mich eigentlich schon drauf und kann es kaum erwarten, wann dann der nächste Z-Day ist, was da kommt. Und vor allem wieder mit den Freunden aufzusteigen. Es sind jetzt schon wieder einige davor, die man wieder nicht öffnen darf, wo man wieder warten muss. Aber ich hoffe, das nächste Shiny sieht einfach mal ein bisschen anders aus und nicht genauso wie das normale, nur ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Blutzug ist auf jeden Fall genial, mit blauen Augen und blauen Schnurrbart, also blauer Schnauze. Jetzt holen wir hier nochmal 500 Staub ab, haben hier nochmal drei Pokémon-Belohnungen, ein Lapras. Oh. Ich versuche euch einfach, nein, es geht nicht, ich muss woanders hin. Ich stelle euch einfach mal irgendwo ab, da drüben sind blaue Tonnen. Das könnte funktionieren. Blaue Tonnen, schwarze Tonnen, grüne Tonnen. So, ich hau euch einfach mal hier drauf, hoffe, dass das nicht runterfällt. Und versuche mal das Lapras zu fangen. Da brauche ich aber keine Beeren, also keine Bonbons. Deswegen schüttel mal einfach mal den Ball drauf. Großartig! Da können wir ruhig auf einfach fabelhaft gehen. Oder auch nicht, ist schon drin, also wir lassen es einfach. Ich stelle mich mal hin, ich bin zuversichtlich. Da kommt was, was ich mit einer Hand fangen kann. Nach dem Lapras, was übrigens auch schlecht ist, gibt es ein Nocturne. Kikli bräuchte ich auf jeden Fall noch einen 100er. Nocturne ist ganz cool, aber macht man ja auch nicht wirklich was mit. Einfach fabelhaft aus der Hüfte rausgeschleudert. Eine Belohnung noch, dann ist das nächste Kapitel dran. Aber die machen wir ja dann trotzdem wieder.
in der nächsten Folge Ramses hetzt durch die City. Oh, 15 kp, ansonsten 12, ist das 12 oder 11? Ich glaube 12. Aber wir haben ja noch die Kapitelbelohnung. Die haut hoffentlich jetzt richtig rein. Da laufen wir mal darüber. Lassen uns überfahren. Ein Simsala. Das können wir aber jetzt mit gelber Beere mitnehmen. Dass wir auch gleich dazu noch ein paar Bonbons bekommen. Da seht ihr mal ein bisschen was von der Stadt. Oder auch nicht. Hier ist ein Baum. Ne? Da scheint die Sonne. Ah. Hinter mir ist der Pfennigpfeifer, Taco, Rossmann, alles Mögliche. Und darf er jetzt bald wieder alles aufmachen. Ich hoffe, der will nicht hier hin, wo ich stehe. Wir probieren es jetzt mit einer einfach fabelhaft Kette und gelber Beere. Okay. Ist halt einfach alles drin. Muss man sich gar nicht anstrengen. Großartig. Der Geitsch wird schon wieder ausrasten hier. Ha, wie der immer wirft, wie der das macht. Und ein 96er mit 15, 15, 13. Da machen wir auch mal einen Haken dran. Konfusion und Seher. Das war's aber von diesem Kapitel. Wir sehen uns wieder. Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9. Gucken wir, ob wir einen Shiny Mewtwo abstauben oder irgendwas anderes. Raids muss ich auch noch machen heute. Schreibt ihr mal rein, hattet ihr was Cooles dabei? Kapitel 4, 5, 6. Gab's vielleicht einen Shiny Labras? Gab's einen Shiny Simsala aus der Forschung? Also aus der Belohnung. Es gibt ja keine Forschung. Egal. Und schreibt natürlich rein, wie ihr die Aufgaben findet. Ist doch cool, wenn man rumläuft und nebenbei was zu tun hat, wenn man immer genau gesagt kriegt, such mal das, mach mal das, mach mal hier. Ich weiß noch, wie die Leute an Ditto verzweifelt sind, als sie ein Ditto fangen sollten. Das ist natürlich einfacher, geht natürlich schneller, macht aber auch mehr Spaß, meiner Meinung nach. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Rumsus.